wie auf einen deutschen Spieler. Und der heißt Mario Götze. Er geht links durch und netzt in ganz großer Manier aus schrägen Winkel ein. 1:0 für Deutschland. Das wichtigste Tor in Götzes Karriere. Jenes Tor, das Deutschland zum vierten Mal zum Weltmeister macht. Ganz großartig gemacht von Mario Götze. Und dann wird gefeiert im Stadion. Die DFB-Mannschaft holt zum ersten Mal nach 24 Jahren wieder den Weltmeistertitel nach Deutschland. Neben der Trophäe für die Mannschaft erhält Manuel Neuer den goldenen Handschuh für den besten Tormann des Turniers. Lionel Messi bekommt den goldenen Ball als bester Spieler dieser Weltmeisterschaft. Aber Deutschland ist Weltmeister und wird wohl